Portugal ist nicht nur wunderschön und entspannt, sondern bietet auch eine sehr, sehr gute kulinarische Auswahl. Im letzten Video habe ich euch ein bisschen Porto, die zweitgrößte Stadt Portugals, gezeigt und in diesem Video werden wir uns ein bisschen fokussieren auf das Essen hier. Also begleite mich gerne auf einer kleinen Foodtour durch die wunderschöne Stadt Porto und wir fangen an bei einem klassischen portugiesischen Frühstück. Sofort da hinten beim Fluss. Ein klassisches Frühstück in Portugal sieht eigentlich genauso aus. Man hat einmal eine Nata und dann irgendein Getränk seiner Wahl. In diesem Fall habe ich dann einfach ein ganz normales Cappuccino genommen. Wir sind hier bei unserem ganz, ganz kleinen, süßen Café, würde ich sagen, was morgens früh schon geöffnet hat. Und das liegt ja auch sofort am Fluss Douro. Deswegen ist es ein bisschen teurer, würde ich sagen. Aber das Menü hier zusammen kostet 4 Euro. Also Nata plus Cappuccino 4 Euro. Das sind ja eigentlich diese Teigwaren mit einer Füllung drin. Die Füllung ist noch mit Eigelb, Zucker und irgendwas noch. Also ist so eine Creme innen drin, die da nochmal so angebrannt ist oben. Ich glaube, die Mehrzahl ist Pastéis de Nata, irgendwie so. Ich weiß es nicht ganz genau, aber let's go. Ist noch heiß, das heißt, sie ist auch noch heiß innen drin. Ich freue mich. Da vorne ist die Füllung da drin, sie ist noch heiß. Es ist einfach wirklich lecker, vor allem halt in der Kombination mit so einem Kaffee morgens früh, ist man dann schnell auch wach, würde ich sagen. Es hält dann jetzt nicht komplett satt, das heißt, da müsste man eigentlich noch so ein Croissant oder ein zweites Nata dazu nehmen, aber trotzdem ist es ein klassisches portugiesisches Frühstück, würde ich mal sagen. Also Prost, Freunde. Aber meiner Meinung nach ein 10 von 10 Frühstück, weil es ist wirklich lecker. Wow. Seit es geöffnet ist, ist hier voll. Also hier sitzt alles voll. Wir haben den letzten Platz hier bekommen. Aber unter so einem richtig schönen Bogen. Und es sieht so aus, als wäre das so ein alter Weinkeller. Also mein Vater und ich sitzen hier an dem Tisch. Da draußen war leider kein Platz mehr. Da hat man dann auch sofort den Douro-Fluss. Und dann sitzt man hier einfach in so, ja, einem alten Keller. Man hat halt das Beste daraus gemacht. Das Frühstück kriegt von mir, würde ich sagen, eine absolute 10 von 10. Und weiter geht's mit einem sehr, sehr bekannten oder vielleicht sogar dem bekanntesten portugiesischen Mittagessen. Porto ist vor allem bekannt für eine Spezialität, für eine portugiesische Spezialität, die sich Francesinha nennt. Was das genau ist, erkläre ich euch gleich, wenn wir drin sind. Aber ich habe von meinem Kollegen, der auch Portugiese ist und hier ein sehr gutes Restaurant kennt, etwas empfohlen bekommen, wo man halt wirklich den Tisch reservieren muss und auch nur für anderthalb Stunden jeweils im Restaurant sitzen kann. Ist nicht gerade sehr gemütlich und nicht so gechillt, wie die Portugiesen eigentlich sind, aber trotzdem wollten wir es testen, deswegen haben wir einen Tisch bekommen für jetzt 13.30 Uhr und jetzt gehen wir rein und schauen uns mal an, wie so eine Francesinha hier schmeckt. Anscheinend die beste in Porto dann, weil von hier kommt sie auch. So, wir sitzen jetzt hier im Brasau Restaurant. Es ist wirklich alles ein bisschen aneinander gedrängt und so richtig traditionell. Alles aus Holz gemacht und ein richtig schöner Laden einfach. Wir haben jetzt so eine kleine Vorspeise bekommen mit so einer traditionellen Butter, ich weiß nicht genau, was es ist, und mit Brot. Kostet natürlich ein bisschen extra, ich glaube 1,80 pro Person. Und ich habe jetzt die Francesinha bestellt mit einem Ei drauf. Was es aber genau ist, sehen wir jetzt, wenn es angekommen ist. Ich probiere mal diesen Butter hier mit dem Brot. Auf jeden Fall ein sehr schönes Restaurant, das muss man schon wirklich sagen. Diese Butter ist auf jeden Fall schon sehr gut. Also bin ich mal gespannt, wie die Francesinha wird. Das soll ein richtiger Klassiker sein. Ich hatte das bisher erst einmal, und zwar auf Madeira. Aber hier ist ja der Geburtsort davon, also muss es hier einfach besser schmecken.
So Freunde, die Francesinha ist angekommen. Was ist das jetzt eigentlich? Das Ganze wird als Sandwich bezeichnet, ein typisches Sandwich. Wirklich wie ein Sandwich sieht es nicht aus. Es ist basically Brot drin, dann kommt Fleisch rein, es wird mit Käse überzogen und überbacken, ein Spiegelei drauf und die Soße ist eine Mischung aus Tomate und Bier. Das klingt sehr, sehr weird, aber ich glaube, es passt einfach zusammen. Deswegen gehen wir jetzt mal in den ersten Schritt rein und versuchen das Ganze. Ja, es klingt einfach pervers und ich glaube, es ist auch pervers, aber gut. Also hier seht ihr den Querschnitt von dem Ganzen. Da ist das Brot, der Käse und dann auch das Fleisch innen drin. Ja, der Käse, das Fleisch, hier ist das Stück Brot drin. Das sieht schon gut aus, es zerfällt auch alles schon. Also würde ich sagen, einfach let's go. Es schmeckt halt einfach. Es ist so eine weirde Kombination. Und ein Sandwich ist es meiner Meinung nach nicht. Die Soße ist speziell, weil es halt dieses Bier da drin ist. Aber wirklich nicht schlecht. Also, ja. Es ist komisch. Beim ersten Ding denkt man sich, was ist das eigentlich? Aber es funktioniert scheinbar. Und mein Vater hat sich übrigens für ein Steak mit Ei bestellt. Das ist auch ein Klassiker hier. Also in Deutschland oder so bekommt man nicht unbedingt Steak mit so einem Spiegelei drauf. Aber in Portugal heißt es halt Bitoco con Ovo, glaube ich. Und das ist halt einfach Steak mit einem Ei drauf. Und das Ganze natürlich hier mit Pommes und einem kleinen Salat dazu. Das sieht unfassbar komisch aus, aber es ist einfach unfassbar lecker. Also ich glaube, ich hatte das definitiv nicht so gut in Erinnerung, weil ich hatte das, wie gesagt, einmal auf Madeira und einmal in Lissabon. Und da war es definitiv, glaube ich, nicht so 100% mein Geschmack. Aber hier trifft es wirklich drauf zu. Ich versuche auch einmal ein Stück mit Ei drauf. Das Ei klebt ein bisschen hier drauf, ich weiß nicht, ob das so soll. Oben Fleisch, dann kommt unten dieser Schinken drauf, ganz oben das Brot. Das sieht gut aus. Also wenn ihr das noch nie probiert habt, auf jeden Fall bei mir geht eine Empfehlung raus. Und ich glaube, das Steak schmeckt auch gut. Also es ist ganz gut. Ich finde es sehr lecker mit dem Ei da drauf. Also nur zu empfehlen. Also wirklich super Restaurant, portugiesisches Restaurant. Wirklich empfehlenswert. Und wie gesagt, ihr müsst das wirklich im Vorhinein buchen, sonst bekommt ihr hier keinen Platz. Es steht so eine riesige Schlange seit einer Stunde vor der Tür, weil die nicht reserviert haben. Und dann bekommt man für das hier auf jeden Fall keinen Platz mehr. Also das Ding ist restlos aufgegessen. Es war wirklich gut. Es waren 2-3 Stücke dabei von diesem Beef-Teil, was nicht so genießbar war. Aber vom Rest wirklich top, wirklich geschmackvoll. Die Soße war teilweise sogar ein bisschen scharf, was ich ja wirklich gerne mag. Und von dem Bier schmeckt man eigentlich so viel. Also von mir, Francesinha, ein absolutes Top. Und wir gehen über zum nächsten Ding. Dieses Restaurant hier, packe ich in die Videobeschreibung, das ist absolut empfehlenswert. Übrigens kam das Total jetzt raus auf 41 Euro für alles. Also mit Vorspeise, mit fast einem Liter Wasser, mit einem Bier dazu, mit diesem Steak. Das Steak hat, glaube ich, 19 Euro gekostet und die große Portion Francesinha hat 13,40 Euro gekostet. Also wirklich, meiner Meinung nach, nicht teuer, wenn man es mit zu Hause vergleicht, vor allem bei uns in Luxemburg. Sehr, sehr teuer, in Deutschland aber natürlich auch. Deswegen meiner Meinung nach ganz fair und das Restaurant kann ich absolut weiterempfehlen. So Freunde, unser nächster Stopp auf der Foodtour ist das Stadion von Porto und da schauen wir uns das Spiel an. Falls ihr das sehen wollt, das habe ich im letzten Porto-Video gezeigt, müsste letzte Woche online gekommen sein. Schaut einfach auf meinem Kanal vorbei oder in der Videobeschreibung ist das verlinkt. Was habe ich mir dafür ausgesucht? Hier gibt es so einen Streetfood-Markt, da blende ich euch jetzt mal Clips ein. Der ist einfach beim Stadion. In Deutschland wird vom Stadion immer krank gesoffen. Hier geht das ein bisschen gemütlicher zu. Hier ist so ein Streetfood-Markt einfach mit so ein paar Ständen, die wir Sachen verkaufen. Und da habe ich mir das hier geholt. Ein Brötchen mit Chorizo. Also Chorizo, falls ihr das nicht wisst, was das ist. Das ist Chorizo, ist die portugiesische Salami mäßig. Oder Wurst quasi. Und die ist hier in so einem richtig heißen Brötchen drin. Ich bin mal sehr gespannt. Das Ganze hat 5 Euro gekostet für eine solide Portion, würde ich sagen, ist halt Stadionessen so. Danach geht es in der Loge von Porto weiter. Da haben wir nämlich einen Platz bekommen. In der Loge, wo es hoffentlich dann auch zu essen gibt, das ich zeigen kann. Also wir gehen mal rein in das warme, heiße Brötchen mit Chorizo. Es ist auf jeden Fall noch sehr heiß. Das Brot, muss ich sagen, ist etwas trocken. Aber ich glaube, es ist auch Käse drin, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht auch nicht. Aber hier seht ihr die Salami drin. Die Salami ist ein bisschen pikant und das finde ich genauso gut. Also so muss es eigentlich sein. Das Brot ist wie gesagt nur ein bisschen trocken. Das ist mein einziger Mangel bis jetzt. Aber mit dieser Kulisse hinter mir, mit dem Stadion hinter mir, kann man sich das glaube ich gönnen. Und ich glaube, ich esse es jetzt mal auf, teile es ein bisschen mit meinem Vater und dann gebe ich euch ein finales Fazit. Und by the way, falls ihr in Portugal seid, das hier
Fruity ist der beste Eistee. Also den habe ich noch nie vorher gesehen. Aber das ist einfach geil. Vor allem Zitrone. Es gibt auch Mango mit Passion Fruit. Die ballern richtig gut rein. Falls euch solche Videos gefallen, lasst gerne einen Daumen hoch, da unten ein Abo, weil es werden noch mehr Videos kommen. Als nächstes geht es nämlich nächste oder übernächste Woche in den Usbekistan. Da geht es dann auch los mit Videos. Also falls euch das interessiert, gerne ein Abo da lassen. Prost, Freunde. Boah, der ist einfach krank. Der ist krank. Die Foodtour geht weiter in genau dieser Loge hier, Freunde. Also hier werden wir uns jetzt ein bisschen durchfuttern. Die ganze Loge und die Aussicht und das Game habe ich ja im letzten Video gezeigt. Das ist ein bisschen durcheinander, dass ich das ein bisschen mixe. Aber ich will diese Foodtour hier reinmachen. Kleiner Durchlauf, was wir haben, bevor jetzt die ganze Loge hier voll ist. Wobei ich nicht mal weiß, ob alle hier kommen. Aber wir haben Obstteller, wir haben kleine Desserts, kleine Dinger zum Essen. Wir haben Kaffee, so viel wir uns machen wollen, mit kleinen Espresso-Tassen. Dann haben wir hier kleine portugiesische Teigwaren, Chips. Das müsste auch wieder Chorizo sein. Dann haben wir hier so kleine Snacks, natürlich. Ein paar Bälle hier. Ein bisschen Couscous müsste das sein. Und da natürlich eine kleine Platte gemixt mit allem. Also Käse, Schinken und natürlich eine Brotbox in der Mitte. Eine Flasche Wein, Wasser darf auch nicht fehlen. Also ich würde sagen, hier sind wir richtig gut versorgt. Das wird lecker, Freunde. Hier ist übrigens auch nochmal ein Kühlschrank mit den wichtigsten Utensilien. Wir haben Superbock, wir haben Cola, wir haben Wasser, wir haben noch Sommersby, Blackberry, wir haben dieses Wasser, wir haben Evel. Okay. Sehr, sehr interessante Dinge. Das Ding ist, sowas habe ich normalerweise eigentlich nie, aber wir können einfach starten, Freunde, mit der kleinen Foodtour. Nehmen wir mal so ein Ding raus. Aber keine Ahnung, was das ist. Ist was Süßes, aber ich kann ja mit dem starten, worauf ich Lust habe. Gebäck mit Schokolade, mit einer Füllung drin, ein Traum. Und okay. Dieses Ding hier einfach hinterher schieben. Einfach gut. Also ich glaube, hier haben wir so eine Art Empanadas, ich habe die gerade schon gezeigt. Oder nee, Empanadas ist Quatsch, ich weiß nicht genau, wie das hier heißt. Ich weiß auch gar nicht, ob da eine Füllung drin ist. Teller könnte man hier vielleicht nehmen? Teller haben wir natürlich auch, genauso wie hinter mir auch. Gläser und so. Ich habe das auch noch gar nicht gezeigt. Hier ist theoretischerweise das Menü. Steht aber alles auf Portugiesisch drauf. Also Salada Couscous, habe ich ja gesagt. Bola de Aves, Mini Pastéis de Chaves, Chips de Batata, Mini Pastéis de Bacalhau, also mit Fisch. Oh, Pastéis de Bacalhau mit Fisch. Das könnten, glaube ich, die runden Dinger da sein. Kroketten, ja, das müsste das sein. Gut, versuchen wir mal das hier. Auch eine Füllung drin. Ja, nicht ganz genau was. Die spielen gegen den letzten Platz. Und trotzdem wird das hier gemacht, hätte ich nicht gedacht. Und bisher sind wir noch einfach alleine hier, mein Vater und ich. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil ja, wir haben zwei, drei Personalleute, die nur für uns da sind. Und das ist ein bisschen unangenehm. Also wir sitzen hier zu zweit, ne, in diesem Ding. Und zwei Leute, wenn wir eine Fanta aus dem Kühlschrank nehmen, dann ersetzen die Fanta sofort. Und dann müssen die eine neue bringen. Das ist irgendwie komisch. Also wie gesagt. So, liebe Freunde, ich habe mir eine kleine Platte zusammengestellt. Ich glaube, wir haben hier diese Bacalhau-Bällchen, also mit portugiesischem Fisch. Dann haben wir eine kleine Pastete, ein bisschen portugiesischer Schinken. Gut, muss ich bei allem erwähnen, dass es portugiesisch ist, aber portugiesischer Käse ist es auch. Dann haben wir Couscous. Also, wir schallern da jetzt ein bisschen rein. So, jetzt bin ich hier ja, schon ein bisschen am Arsch. Ich weiß nicht, welche Gabel man dafür benutzt, aber ich glaube, es ist ja die erste Vorspeise. Ich glaube, dafür braucht man zum Beispiel keine Gabel, diese kleine. Ich bin auch kein großer Käse-Schinken-Fan oder so, aber das sieht auf jeden Fall gut aus. Ein bisschen Couscous, mal reinschauen. Sehr gut. Ich kann nicht meine genaue Meinung zu jedem einzelnen Item hier abgeben, aber alleine wegen der Erfahrung ist es einfach unglaublich. Und da schmeckt das Essen halt besonders gut, vor allem hier in so einem Stadion. Ihr müsst wissen, ich sitze hier alleine, mein Vater sitzt auf der anderen Seite jetzt, weil, guck euch das mal an. Das sieht aus, wie als wäre das so Jesus und sein letztes Abendmahl oder so. Also, als wäre das jetzt so der letzte Moment, bevor wir sterben oder so. Keine Ahnung. Also, unglaublich. Ja, auch gut. Mmh.
das hier könnte Bacalhau sein. Der portugiesische Fisch, diese Bällchen. Ich weiß es aber nicht, Freunde. Wir lassen uns weiterhin schmecken. Wenn es noch irgendwas gibt, was ich hier teste, nachher noch ein paar Desserts und so und Kaffee, dann werde ich mich auf jeden Fall melden. Es ist noch eine Stunde bis zum Spiel. Und nach dem Spiel darf man auch noch hier bleiben. Also, es wird ein hungriger Abend. Unglaublich. Ein Espresso, natürlich umsonst, was auch sonst. Mit dieser Aussicht hier, habt ihr schon mal so ein Espresso getrunken? Ich weiß es nicht. Ich war schon auf vielen Reisen, aber so einen luxuriösen Espresso. Trotzdem aus einer normalen Kaffeemaschine, aber trotzdem. Einfach ein Traum, ein Traum. So, Freunde, kleines Mini-Törtchen. Geht weiter mit der Foto. Mit Vanillecreme, glaube ich, mit einer Himbeere drauf, mit einer Blaubeere drauf, mit einer Erdbeere drauf. Und das in der 40. Spielminute. Porto liegt 1-0 hinten und ich glaube, das wird auch so zur Halbzeit bleiben. Die Himbeere- und Blaubeere-Mischung, ein Traum. Aber guckt das Spiel weiter, das seht ihr, wie gesagt, im letzten Video. So, Freunde, es ist Halbzeit und ja, es steht 1-0 für Vizela, das heißt für die eigentlich die schlechtere Mannschaft oder die Mannschaft, die eigentlich nicht führen sollte. Mir wurde aber die Nachricht übermittelt von meinem Vater, dass wieder was angekommen ist fürs Essen. Und so haben wir hier Kartoffeln mit, das müsste, was für ein Fleisch wird das wohl sein? Schweinefleisch? Ja, ne? Ich glaube, es ist Schweinefleisch. Wir setzen uns mal einen Teller zusammen. So, hinter uns läuft noch das Spiel auf dem TV, aber wir haben hier Schweinebraten, eine gute Portion Schweinebraten, anscheinend ist es sehr gut, sag mein Vater zumindest mal, mit ein bisschen Kartoffeln dazu. Ich glaube auch wirklich, also man kann hier keinen Hunger haben, so. Also ich finde es ein bisschen schade, dass es für 12 Leute gedeckt ist, obwohl wir nur zu zweit sind und es ist ein bisschen komisch, weil klar, danach, ich hoffe, das wird alles nicht weggeschmissen, ich glaube mal nicht, ich denke mal, die werden dafür andere Zwecke finden. Weil die anderen Logen sind alle voll hier neben uns und unsere Loge ist dann irgendwie komplett leer. Deswegen, wir versuchen mal den Schweinebraten mit Kartoffeln dazu. Ich bin normalerweise kein Fan von Schweinefleisch, aber das hier ist wirklich, man könnte sagen, perfekt. Na? Nicht zu hart, hat ein bisschen Biss, aber geht trotzdem sanft, zerfällt es im Mund. Also, was würdest du dem Ganzen eine Note geben? Schweinefleisch ist sehr lecker, sehr zart. Die Note 9,5 von 10 für mich. 9,5 von 10? Ja. Ich gehe mit einer 9 von 10. Es könnte noch ein bisschen Gemüse dabei sein. Aber da rege ich mich jetzt mal nicht auf. Weil wir haben hier eine Flasche Rotwein, eine Flasche Weißwein, 6 Flaschen Bier. Wir können nicht alles trinken. Also ich bin jetzt seit 6 Monaten, trinke ich keinen Alkohol mehr. Das hier alles zu sehen, macht einen dann doch fast zum Alkoholiker. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Zweiter Nachschlag. Zweiter Nachschlag, absoluter Traum. Ja, besser wird es kaum. Ich glaube, ich habe jetzt einmal alles getestet. Außer die Chips und dieses Brot mit Chorizo. Aber das hatten wir ja schon vor dem Stadion. Ja, mein Papa macht jetzt Kaffee. Runde. Das ist Espresso, das ist so, ist voll. Voll, ja. Wir haben mit dem Essen unser Bestes versucht. Es ist viel übrig geblieben. Ich hoffe, wie gesagt, dass sie was Gutes damit anfangen. Das war unglaublich, unglaubliche Experience. Und ich würde sagen, die Foto ist noch nicht ganz vorbei. Morgen gehen wir noch eine einzige Sache testen und dann sind wir fertig. Wein, was natürlich Porto bekannt dafür ist. Und das Ganze hier in so einem Laden, der wirklich aussieht, ja, ich weiß nicht, sehr, sehr speziell, so ein bisschen Disneyland, weil es auch beim Bestellen und so. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und das hier zusammen kostet 15 Euro.
eine Pastel de Bacalhau einzeln kostet 5 Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob das Touristenabzock ist, das ist auf der anderen Seite des Flusses, aber ich versuche es trotzdem mal, ihr seht es hier. Es ist sehr interessant, wie die gemacht werden und ich würde sagen, Pastel de Bacalhau, ich bin kein großer Fan von Fisch, aber wir versuchen es mal. Es ist sehr knusprig, es ist noch ein bisschen heiß, also let's go. Ich dachte, es wäre viel mehr fischig innen drin, aber es ist so eine Kartoffelmasse mäßig. Das ist wahrscheinlich eine Fischmasse, aber es sieht so aus wie Kartoffelpüree. Wow. Also der Fisch wird eigentlich so zusammengepresst, glaube ich zumindest, und dann in diesem Ding hier frittiert. Also mir schmeckt es persönlich richtig gut. Ich glaube, nur 5 Euro sind absolut zu viel. Also das ist wahrscheinlich nur, weil es hier dieser touristische Ort ist und es bekannt dafür ist, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, das lässt sich machen. Ein großer Weinkenner bin ich nicht. Das überlasse ich meinem Vater und der darf das Ganze jetzt auch mal probieren. Ich hatte gar nicht den Käse drinnen erwischt. Der ist anscheinend ganz drinnen gewesen, der sehr geschmolzene Käse. Und der ist persönlich nicht so mein Favorit. Also ist ganz bisschen wie Raclette-Käse, aber nicht so mein Favorit. Also ohne Käse drin würde ich es persönlich nicer finden. Aber gut. Wie ist der Wein? Also der ist ziemlich süß, aber für meinen Geschmack ist er gut. Ich bin nicht so gewohnt, Wein zu trinken, aber Prost. Als letzten Stopp, das ist ja jetzt nicht wirklich ganz portugiesisch und ich halte es auch ganz schnell, ist ein Sandwich mit, so ein Turkey Sandwich mit Pesto, Mayo und irgendwie Garlic Mayo oder so drauf. Das schmecken wir uns jetzt ganz und dann ist es auch schon vorbei mit diesem Video hier. Also guten Appetit, Freunde. Ist Käse drauf, ist Pesto drauf. Wirklich nicht schlecht, muss ich sagen. Hat aber 9 Euro gekostet, bisschen teuer für so ein Sandwich. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Lasst ein Abo da, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr Porto gefunden habt, die beiden Videos, ob ihr schon mal in Porto wart oder ob ihr hier mal hinreisen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche im Usbekistan. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Peace out und ciao, Freunde, aus dem wunderschönen Porto.